Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mich mal mit einem Spezialthema auseinandergesetzt, weil ich es für mich überlegt habe, ob ich es brauche. Ich denke, die meisten von uns, für die wird das kein großes Thema sein, wird sie wahrscheinlich auch nicht sonderlich interessieren. Es ist also wirklich spezial, nämlich Satellitenkommunikationstechnik. Und da muss man jetzt sagen, erstmal, wer braucht das eventuell? Naja, zunächst mal klassisch der Wanderer, der abseits der Zivilisation unterwegs ist und auch abseits von Handynetzen unterwegs ist und gerne entweder eine Möglichkeit haben möchte, um zu kommunizieren, weil er das gern will, oder B, oder auch beides, eine Möglichkeit haben möchte, im Notfall um Hilfe zu rufen mit technischen Methoden. Ja? Dann braucht er wahrscheinlich, kommt er da nicht drum rum, ein Satellitennavigationsgerät. So, der andere, der das eventuell braucht, ist jemand, der auch innerhalb von theoretisch verfügbarem Handynetz unterwegs ist, also meinetwegen in Deutschland, aber gerne mal ja auch feststellt dann beim Wandern, dass es auch Ecken gibt in Deutschland, die trotzdem keinen Handyempfang haben. Oder auch in anderen Teilen von mir aus auch Europas. Oder es sieht auch schon ganz viel schlechter aus, wenn man irgendwie nach Osteuropa geht oder nach Nordeuropa und so weiter und so weiter. Und auch wenn man gar nicht total in der Wildnis ist, ist es ja oft so, dass man trotzdem keinen Handyempfang hat. Wenn man dann einen schnellen Notruf absenden oder hat man daheim Leute, die sich schnell Sorgen machen, dann hat man vielleicht ganz gerne das Bedürfnis, eben eine Kommunikationsmöglichkeit zu haben, die über normales Handy hinausgeht. Und dann sind wir auch wieder bei der Satellitenkommunikationstechnik, ne? Oder Buschfeuer. und Rauchzeichen. So, und dritte Variante wäre dann für den Survival-Ausrüstung hortenden oder den Prepper oder sonst wie, der gerne ein Backup-System zur normalen Telefonie mit normalem Handynetz und so weiter haben möchte, um auch dann noch kommunizieren zu können, wenn das Handynetz ausfällt. Weil die Satellitennetze, je nachdem welches, sind doch erheblich ausfallsicherer und teilweise würden sie auch dann noch funktionieren, so sagt man zumindest, wenn die komplette Menschheit ausstirbt, ist das Satellitennetz trotzdem noch viele Jahre, bis es halt dann irgendwann mal zusammenbricht, weil keiner mehr Wartungen durchführt, wäre das Satellitennetz trotzdem noch viele Jahre einsatzbereit und nutzbar, ja, je nachdem welches eben. Gut, also für wen jetzt diese drei möglichen Argumente, weshalb man das brauchen könnte, eine Rolle spielen, für den ist dieses Video eventuell interessant. Was ich gemacht habe, ist mir wirklich mal den kompletten Markt an diesen Geräten angeschaut. Und ich will jetzt nicht jedes Gerät, das es gibt, durchkauen, aber ich will jede Möglichkeit und jedes Satellitennetz, also zumindest von den gängigen, durchkauen und so die gängigsten Geräte, die man noch am ehesten vielleicht bezahlen kann und die am ehesten auch häufiger mal verkauft wurden. Und ja, das eben einfach mal zusammengetragen und Vor- und Nachteile und ein bisschen erklären, wie das jeweils funktioniert. Das würde ich gerne in diesem Video tun, weil ich es eben für mich selber recherchiert habe. Und dann kann ich es euch auch erzählen. So, ist also was Spezielles. Ich kann auch nichts davon hochhalten. Wäre sowieso relativ egal, wie die aussehen. Sieht alles aus wie ein altes Handy. Ne? Die alten Dinger mit Antenne. Ungefähr so sehen die Satellitentelefone aus. Die haben auch teilweise noch eine alte Tastatur, eben wie man es von alten Handys kennt. Und dann gibt es noch so ein paar kleine, ja, nur Textnachrichten. Kommunikationsgeräte, die sehen so ungefähr aus wie ein BlackBerry, größtenteils in Orange. Und dann gibt es noch ein, nämlich den Spot, mit dem fangen wir auch gleich an, Einweg-Kommunikationsgerät für die wirklich ganz simple Satellitenkommunikation. Das ist einfach nur ein kleiner orangener Kasten, der so irgendwas um die 100 Gramm wiegt und ein paar Knöpfe hat und viel mehr ist an dem Ding auch schon gar nicht mehr dran. Gut. Grundsätzlich müssen wir unterscheiden, ich hatte es ja schon angemerkt, es gibt Einwegkommunikation, Zweiwegkommunikation per Text und es gibt Zweiwegkommunikation per tatsächlich Telefon, ne, also Sprache. Letzteres geht natürlich am schnellsten und am komfortabelsten, kostet entsprechend ein bisschen mehr als textbasierte Kommunikationsmöglichkeiten. Und diejenigen, die Sprachekommunikation ermöglichen, die haben meistens auch irgendwie noch ein Programm bzw. ein Paket im Angebot, mit dem man auch Internet abseits von allem verwenden kann und dann auch mal ein Paket mit E-Mails eben entsprechend vom Südpol verschicken oder zum Südpol oder je nachdem. So, wir legen los mit dem Spot.
Der Spot, dritte Generation, heißt das Ding. Das ist so eine orangene Kiste, ne? Die findet man auf der Seite findmespot.de, EU.com, keine Ahnung. Müsste mal ein bisschen googeln, ist nicht weiter schwer zu finden. Den gibt es auch auf Amazon, den gibt es bei verschiedenen Tracking-Händlern, den gibt es unter anderem auch bei Globetrotter Ausrüstung beispielsweise. Nicht, dass man ihn da unbedingt kaufen muss, ne? Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das ist wahrscheinlich der am meisten verbreitetste und am ehesten, ja, für Einsteiger gedachte, ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage, aber für Einsteiger am ehesten gedachte Mini-Satellitenkommunikationssender. Und das ist auch der einzige von denjenigen, die ich jetzt nennen werde, der lediglich Einwegkommunikation ermöglicht. Das Ding hat also verschiedene Knöpfe. Damit kann man vordefinierte Nachrichten verschicken. Das heißt, man richtet sich das daheim am Computer ein. Man schreibt sich ein paar Nachrichten wie bin bald da, schmeiß schon mal den Herd an und mach mir Schnitzel. Mir geht's gut, aber keine Ahnung, wir haben 10% Verluste einstecken müssen und sind gerade noch dabei, die Leichen zu verbuddeln, dann kommen wir heim. Oder was auch immer. Ne? Oder auch ein, nein, mir geht's nicht gut, komm gefälligst raus in den Wald gefahren und sammel mich auf. Diverse vordefinierte Nachrichten. Was man mit dem Ding nicht kann, ist unterwegs eine individuelle Nachricht zusammentippen. Das hat nämlich keine Möglichkeit zur Texteingabe. Also nur vordefinierte Nachrichten können verschickt werden. Ich weiß nicht, wie viele. Allzu viele sind es nicht. Einfach ist die Okay-Nachricht. Die kann man auch jederzeit und so viel man möchte und kostenlos versenden, die dann einfach nur darin besteht, dass der andere angezeigt bekommt, der Daheimgebliebene, ist okay, ist okay. Ist okay. Und alle diese Geräte, die jetzt kommen, alle haben in irgendeiner Form eine Möglichkeit zum Tracking. Das bedeutet, sie stellen regelmäßig fest und schmeißen das regelmäßig über den Satellit auf irgendeine entsprechende Karte, auf der jemand anders nachvollziehen kann, wo man gerade langläuft, wo man sich gerade befindet. Soll heißen, wenn du einen Weg entlangläufst, dann kommt alle 10 Minuten, alle 2,5 Minuten, alle 20 Minuten, alle 1,5 Stunden, je nachdem wie man das einstellt, ein Punkt auf irgendeiner digitalen Karte, die man unterwegs nicht einsehen kann, das nur dafür da ist, damit eben die Ehefrau oder die Oma oder wer auch immer daheim geblieben ist, eben sehen kann, sofern sie das dann die Technik entsprechend bedienen kann. Da rennt er jetzt rum. Insbesondere dieser Spot, von dem wir es gerade haben, der hat auch Google Maps Unterstützung. Das heißt, man kann dann auf Google Maps direkt sehen, aha, da läuft er gerade rum. Das ist sicherlich nicht verkehrt und sorgt natürlich auch nochmal für ein zusätzliches Maß an Sicherheit, zumal der Daheimgebliebene, selbst wenn kein SOS-Signal gesendet wird, sehen kann, okay, jetzt hockt der schon seit 3 Tagen am gleichen Fleck, da kann irgendwas nicht stimmen, da alarmiere ich doch lieber mal den Notruf, weil das war ja nicht geplant, dass 3 Tage am gleichen Fleck gesessen wird. Sowas ist natürlich, einerseits kann es Leben retten, andererseits kann es auch ein Problem sein, weil vielleicht sitzt man ja planmäßig 3 Tage lang am gleichen Fleck oder man hat das Gerät verloren oder hat das Gerät einfach ausgemacht. Und ich weiß nicht inwiefern, also zumindest bei diesem einfachen Ding ist es, glaube ich, nicht möglich zu unterscheiden, ob einfach nur das Gerät aus ist oder die Batterie leer oder halt eben tatsächlich ein Notfall vorliegt. Und da kann man halt das Risiko eingehen, sinnloserweise einen nicht notwendigen Rettungseinsatz auszulösen, der dann immer auch mit einem gewissen Risiko für die Rettungskräfte selbst einhergeht, weshalb ich da sehr vorsichtig wäre bei sowas. Aber das ist nur meine Meinung. Jedenfalls, es hat einen SOS-Knopf, es hat eben diese vordefinierten Nachrichten und eben dieses Tracking. Und das sind im Wesentlichen die Funktionen, die man mit diesem Spot hat. Dafür ist das Teil relativ günstig und kostet roundabout, so als Durchschnittswert aus dem Internet, 150 Euro. Ungefähr. Also lasst euch ihn nicht unbedingt allzu viel teurer aufquatschen. Da müsst ihr noch ein bisschen weitersuchen, ob ihr nicht noch einen billigeren finden könnt. So, das wäre jetzt an sich eigentlich ein guter Deal und da würde ich jetzt auch zuschlagen, weil, ja gut, 150 Euro und dann hast du die Möglichkeit, ein Notsignal zu senden, das ist ja schon cool. Das Problem ist jetzt bloß, und das wird auf je nachdem, welcher Seite man den kaufen möchte, auch unzureichend kommuniziert,
das reicht nicht ganz, nur dieses Gerät zu besitzen, sondern man braucht da auch noch ein Abo, mit dem dieses Gerät dann auch funktioniert. Womit man also quasi die laufenden Kosten der Kommunikation, das ist wie beim Telefonieren, das kostet ja auch Geld, quasi bezahlt. So, und da ist der springende Punkt, dass man für diesen Spot derzeit nur Jahresabonnements bekommen kann. Die zahlt man entweder monatlich oder gleich einmal das ganze Jahr auf einmal, dann wird es billiger. Aber wir liegen da so ganz grob mit allem drum und dran, allem, was das Gerät auch wirklich kann, 100% nutzen zu können. Da liegen wir bei so roundabout 150 Euro im Jahr. Ja. Natürlich, wenn einem das Ding das Leben rettet, dann war man froh, dass man 150 Euro im Jahr dafür gezahlt hat, würde ich sagen. Wenn man es aber nur hin und wieder mal braucht, weil man nur einmal im Jahr eine Tour macht, meinetwegen, dann mag ich nicht fürs ganze Jahr über das Ding am Laufen haben, weil hier stinknormal im Wald unterwegs sein, habe ich zumindest nicht das Gefühl, das können andere Leute anders sehen, muss halt jeder individuell für sich beantworten, habe ich hinten und vorne nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form zusätzliche Kommunikationstechnik brauche. Ich habe meistens noch nicht mein Handy dabei, weil ich mir schon zutraue, dass ich da in irgendeiner Form immer wieder nach Hause komme. Und wenn nicht, dann habe ich es auch verdient, dass ich es nicht schaffe, weil dann bin ich so doof gewesen. Irgendwo muss man dann mal der natürlichen Selektion an herfallen wollen, sonst wird es irgendwann enger auf dem Planeten. Aber das ist jetzt Ben-Philosophie, der muss man nun wirklich nicht zustimmen. Ne? Muss keiner. So, das Satellitennetz, was dahinter steht, das ist wohl nicht ganz schlecht von den technischen Daten her. Die haben 50 Satelliten in relativ hoher Höhe. Das hat den Nachteil, dass da hin und wieder mal gerne einer kaputt geht, weil die so hoch unterwegs sind. Dabei aber doch relativ klein, dass sie einfach fragil sind und da oben gewissen Störungen dann gerne mal ausgesetzt sein können. Außerdem, das ist auch eher nicht so toll, die Kommunikation erfolgt so, dass du eine Nachricht zum Satellit sendest und der sendet sie direkt wieder runter zur Erde, zu seiner Erdstation. Das ist dahingehend suboptimal, weil andere Satellitennetzwerke das Signal auch von Satellit zu Satellit weiterschicken können und dann im Idealfall zu einem anderen Satellitenkommunikationsgerät, dass also die Kommunikation komplett über Satellit abläuft zwischen zwei Geräten, also zwei Telefonen beispielsweise, ohne dass jemals irgendeine terrestrische Einrichtung dafür berührt worden ist. Das ist deswegen toll, weil wenn der komplette Strom auf dem ganzen Planeten ausfällt, funktioniert das trotzdem noch. Die Satelliten sind ja autark, die haben Solarmodule. Zumindest sagt man, dass das dann auch funktionieren soll. Ist noch nie passiert, deswegen kann man es nicht so ganz nachvollziehen, aber so sagt man, so wird es zumindest mitgeworben und so wird es garantiert. Bei dieser direkten zurück zur nächsten Erdstation-Geschichte ist deswegen doof, weil da auch schon ein lokaler Stromausfall in der näheren Umgebung, also meinetwegen nördliche Hälfte Nordamerikas, würde schon ausreichen, um die entsprechende Erdstation für die Satelliten, die jetzt gerade über die rumfliegen, wenn du dich in Nordamerika befindest, nutzlos zu machen und die komplette Technik fällt aus. Das ist also nicht so... resistent gegen Fehler. Und jetzt gibt es zu diesem Spot, weil der halt relativ günstig ist und mehr oder weniger für Einsteiger geeignet ist, erstaunlich viele Nutzer-Reviews. Das gibt es zu allen anderen Geräten nicht so viele. Und die fallen aus, meistens, je nachdem wo man guckt, bei etwa 3 von 5 Sternen. Ja, nicht nur auf Amazon, da auch, aber auch bei vielen anderen Stellen eher 3,5. Bis 3 eben von 5 Sternen, was ja wirklich jetzt nicht besonders toll ist. So ein Produkt dieser Preiskategorie und für so einen Zweck, da sollte man doch erwarten, dass das einwandfrei funktioniert und das tut es halt eben nicht. Und wenn man dann in Notsituationen ist, ja, selbst wenn nur einer von 10 Kunden feststellt, dass sein Ding so gut wie nie funktioniert hat oder nur mit 50% Wahrscheinlichkeit funktioniert hat, das ist mir immer noch zu viel Risiko. Also wenn ich eine von 10 Rezensionen lese, in der der Rezensent schreibt, geht gar nicht, dann will ich das schon nicht mehr haben. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber mich würde das schon sehr, sehr abschrecken, auch wenn es dann viele andere gibt, die dann schreiben, ja, ist top. Das Problem ist aber immer bei Rezensionen, die man im Internet so lesen kann, die nur aus ja, ist top und vielleicht noch im zweiten Satz bestehen, denen bin ich, glaube ich, immer nicht so ganz. Ich meine, jeder von uns weiß, man kann solche Rezensionen auch kaufen. Und
wenn das kein ausführlicher Erfahrungsbericht ist, wo der Schreiberling sich wirklich Mühe gegeben hat, genau darzulegen, warum er jetzt die Zahl von ein oder zwei Sternen nur gibt, dann traue ich jemandem, der fünf gibt, weil alles super funktioniert, traue ich einfach nicht so ganz. Aber vielleicht bin ich da auch nur paranoid und ihr lasst euch davon nicht abschrecken. Jedenfalls wichtig wäre auch noch zu wissen, die Abdeckung dieses Netzes, was dieser Spot nutzt, so etwa, was war's? 96% der Weltbevölkerung wohnen wo der Spot Empfang hat, irgendwie so hieß es. Ausgenommen sind quasi nur die krassesten Polarregionen und der nordöstlichste Zipfel von Sibirien. Da funktioniert er, glaube ich, jeweils nicht. Das waren so die Ausnahmen, also wo er gar nicht funktioniert. Und dann gibt es allerdings auf der Karte, die man sich dazu auch angucken kann, wie die Netzabdeckung ist, auch die eine oder andere Region, unter anderem auch dem Meer. Also wer das Ding für Segeln oder sonst was verwenden möchte, sollte auch vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es auch noch die eine oder andere Ecke, die nur eine schlechte Netzabdeckung hat, also so im Randbereich. Und da das jetzt eh schon keinen besonders guten Ruf hat, dieses Gerät, was die Netzabdeckung angeht, ist der Randbereich, würde mir jetzt persönlich auch wieder nicht reichen. Da hat nämlich einer dieser Rezensenten, der eine sehr gute Rezension, dem ich auch wirklich glaube, dass das so stimmt, geschrieben hat, gemeint, er hätte seine Freundin daheim zum Testen gehabt und hat jeden Tag eine mir geht's gut Nachricht nach Hause geschickt und das über mehrere Touren. Und davon ist ungefähr nur die Hälfte angekommen. Und das macht die Sache dann eher trügerisch, ja, weil Frau daheim nie weiß, sendet da jetzt nichts, weil es nicht funktioniert, oder sendet er nichts, weil tatsächlich jetzt was passiert ist. Und ich glaube, das hat dann eher den gegenteiligen Effekt für die Daheimgebliebenen, die sich ja eigentlich sicher fühlen sollen, weil man ihnen ständig mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut schicken kann, wenn dann mal sowas ausbleibt. Ne? Wenn du von vornherein sagst, ich habe keine Möglichkeit zur Kommunikation, ich bin jetzt zwei Wochen im Nirgendwo, hörst du nichts, entweder tauche ich in zwei Wochen wieder auf und wenn nicht, ist was schiefgegangen. Ja, das finde ich als Zurückgebliebener irgendwie einfacher, beziehungsweise ja, besser zu handeln, als mal kommt eine Nachricht und mal nicht und dann weißt du nicht wieso. Gut, ja, wie schon erwähnt, der Spot kosten sowas um die 150 Euro zur Anschaffung und dann nochmal 150 Euro Abogebühr. Einwegkommunikation. Einwegkommunikation möchte ich nochmal ganz arg betonen, bedeutet, du kannst eine Nachricht raushauen, du kannst aber gar nichts empfangen. Du weißt also nie, ist deine Nachricht, die du rausgehauen hast, irgendwo angekommen oder nicht. Ist deine SOS, das du rausgehauen hast, irgendwo angekommen oder nicht. Ist Hilfe unterwegs? Oder nicht? Wenn ja, wann ist die Hilfe ungefähr zu erwarten da? Können die überhaupt kommen, weil gerade Schneesturm ist? Und. Das weiß man alles nicht. Also, ja, besser als nichts ist es auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber ich würde das Zusatzgeld dann doch nochmal ausgeben wollen, um eine Zwei-Wege-Kommunikation haben zu wollen können. So, und dann bleiben wir nämlich bei der Firma Spot und kommen zum nächsten Produkt, nämlich den Spot X. Spot ist im Übrigen nicht wirklich die Firma, die dahinter steht, aber so findet man sie halt im Internet. Hab vergessen, wie die eigentliche Firma heißt. Der Spot X hat jetzt eine Tastatur und einen Zwei-Wege-SMS-Service. Man kann also quasi SMS, die klassischen 160 Zeichen, mit diesem Spot X auf irgendwelche Handys dieser Welt schicken, auf irgendwelche E-Mail-Accounts dieser Welt schicken. Und kann auch eben entsprechend E-Mails, die dann als SMS auf dem Spot X ankommen oder eben entsprechend wirkliche richtige SMS, die auf dem Spot X ankommen, auch empfangen und das alles über Satellit, über das eben entsprechende Netz von diesen Spot-Menschen mit den Vor- und Nachteilen, die das halt eben hat. Das Gerät kostet sowas um die 330 Euro ganz grob und ist damit natürlich etwas doppelt so teuer als der Spot X, aber dafür auch erheblich nützlicher, wie ich finde. Und wir haben hier jetzt wieder laufende Kosten, aber das ist meiner Meinung nach praktischer, weil wenn man das wirklich nur anschafft, um Touren zu machen und nur dann braucht, wenn man auf Tour ist, dann hat man da den Vorteil, dass die laufenden Kosten nur in Anführungszeichen
25 Euro jährlich fürs Besitzen von dem Gerät und für den Account zu dem Gerät. Das kostet 25 Euro jährlich. Und wenn man es dann benutzen möchte, pro Monat, also pro 30 Tage, die man es quasi aktiv schaltet, kostet es dann nochmal 15 Euro in der geringstmöglichsten Konstellation, also ab 15 Euro. Man kann auch noch mehr zahlen, dann kriegt man eben entsprechend mehr SMS-Kontingent kann da auch dann noch ein bisschen mehr mitmachen, aber grob kann man sagen, für diese 15 Euro, wenn man es wirklich nur als Notfallkommunikationsgerät und hin und wieder ein mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut senden möchte und wenig wirklich getippte SMS im Sinne von Hallo Schatz, haben heute Polarfuchs gesehen, finden wir ganz toll und es gibt Kartoffelsuppe zum Abendessen. Ja, sowas. Wenn du das eher selten machst, dann kommst du mit diesen 15 Euro pro Monat meiner Meinung nach so halbwegs hin. Das Schöne ist jetzt, das ist wirklich was Nettes, das BotX-Dingens hat eine Möglichkeit, es auch als GPS-Navi zu nutzen, also tatsächlich zur Navigation. Eine sehr einfache Möglichkeit, man kann vorher auf der entsprechenden Konfigurations-Homepage-Seite, da also im Internet, solange man noch daheim ist, kann man Routen eben entsprechend zusammenstellen, Wegpunkte festlegen und was das Gerät dann kann im Gelände, ist mit einem Pfeil zum nächsten Wegpunkt zeigen und dann wieder zum nächsten und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, ergänzend zu Karte und Kompass reicht das dann vollkommen aus und wenn man sich dann noch verläuft, dann macht man definitiv was falsch und das würde mir jetzt persönlich zur Kommunikation vollkommen ausreichen. Ein Problem, generelles Problem bei den Spot-Geräten ist jetzt noch, dass die auch ans Handynetz irgendwo angebunden sind, weshalb Roaming-Gebühren anfallen können, wenn man mit seinem Spot irgendwo in der Welt unterwegs ist und mit dem Satelliten, zu dem man das Signal nach oben pingt, immer die Station von meinetwegen Südafrika anpingt, um das Signal weiterzuleiten. Dann werden nämlich noch Zusatzgebühren erhoben, weil man eine andere Station als die Heimstation nutzt. Der SpotX hat nämlich eine normale Handynummer mit einer normalen landestypischen Vorwahl, meinetwegen für Europa, irgendwas, was halt in Europa liegt. Hab jetzt vergessen, wo genau das Ding steht. Und solange man das in Europa nutzt und in Europa Bodenstationen immer anpeilt, dann fallen keine weiteren Kosten an, außer dieses Jahresabonnement und halt eben diese 15 Euro für den aktiven Monat, wenn man das dann so machen möchte. Man kann übrigens auch einen kompletten Jahrestarif haben, wo das ganze Jahr über durchläuft, das geht auch wieder. Aber wenn man halt eben in Südafrika ist und die südafrikanische Station eben entsprechend ansendet und das Ganze weitergeleitet werden soll zu einem europäischen Handy, gibt es zusätzlich noch Roaming-Gebühren, was auch nochmal ein Grund ist, weshalb die Rezensionen zum SpotX teilweise ziemlich scheiße sind, weil das so schlecht kommuniziert wird, dass eben diese Roaming-Gebühren noch zusätzlich anfallen können. Dann tappt man ganz gerne in der guten alten Roaming-Kostenfalle, die ja innerhalb der EU jetzt aufgrund dessen, dass es ja Roaming in der EU fast schon quasi gar nicht mehr gibt, nicht mehr so bewusst ist in den Köpfen, aber damals, als ich noch vor ein paar Jahren noch im Ausland unterwegs war, war ich immer ganz vorsichtig mit dem Nachhause-Telefonieren, weil man dann ganz schnell, wenn man nach Hause kommt, eine ganz, ganz unliebsame Überraschung in Form einer Handyrechnung daheim vorliegen hat. Ne? Und sowas kann einem dann wieder passieren mit dem SpotX. Juhu, schöne neue Welt. Beziehungsweise, wenn du aus Afrika nach Hause telefonierst mit einem normalen Handy, ist es jetzt ja immer noch sauteuer. Ja, so ist das ja nicht. Gut, das waren also die beiden Spot-Geräte. Theoretisch haben die noch einen einfachen Tracker. Das SpotX kann übrigens auch wieder dieses Tracking machen, also dieses auf der Karte Punkte hinterlassen, damit alle Welt sehen kann, wo du langgelatscht bist. Das kannst du sogar in sozialen Medien teilen, wer auch immer das möchte. Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, vielleicht für irgendwelche Reisevlogger oder sonstiges interessant. Das nächste Teil und das bestbewertetste, vergleichsweise noch einfache Satellitenkommunikationsgerät ist das Garmin inReach Mini. Das hat wirklich mit Abstand die besten Rezensionen von all diesem ganzen Kram, den ich jetzt anspreche, ist dabei auch noch vergleichsweise oft verkauft, weil ein Satellitentelefon, ein wirkliches Telefon, das braucht kaum wer, deswegen werden da nicht viele von verkauft und da ist es schwierig, nennenswert viele Nutzerrezensionen zu finden. Zum inReach Mini gibt es doch einige. Das gute Stück kostet ab 270 Euro aufwärts und hat jetzt allerdings etwas höhere Fixkosten als so ein SpotX.
Dafür aber auch das Modell, wo man 30 Euro im Jahr bezahlt und dann für jeden aktiven Monat, den man es dann halt wirklich benutzen möchte, nochmal 20 Euro. Oder man kann gleich ein Jahresabonnement abschließen, habe vergessen, wie viel das kostet, ist entsprechend relativ teuer, aber auf den Monat gerechnet natürlich günstiger als diese Flix-Variante, ne? Die Flex, Entschuldigung, Flix war ein Bus. Nein, also Flex-Variante. Kann zwei Wege, Kommunikation per SMS, kann das Wetter abrufen. Du kannst dir also mit einer SMS den Wetterbericht anfordern, und zwar relativ detailliert und für jeden Flecken der Erde. Das finde ich super praktisch. Das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Das ist so einer der Gründe, weshalb ich mit dem InReach persönlich noch am ehesten liebäugle. Also wenn was, dann am ehesten noch das InReach Mini. Garmin, ne? Kennt man ja auch den entsprechenden Hersteller. Und was kann es noch? Es hat auch wieder die Möglichkeit, als Navi genutzt zu werden mit Wegpunkten und eben einem Pfeil, der zum nächsten Wegpunkt zeigt. Also Basis-Navi-Funktion, Outdoor-Navi-Funktion. Was aber auch noch geht, und das ist jetzt schön, man kann es mit seinem Smartphone koppeln, das man wahrscheinlich sowieso dabei hat, sowohl Android als auch Apple-Telefone funktionieren da. Und dann kann man auf dem Smartphone auch eine Karte verwenden. Man hat also quasi ein vollwertiges Navi in Form von einem winzig kleinen Gerätchen, das ist wirklich winzig, das gerade mal 100 Gramm wiegt, und zwar genau 100 Gramm und das inklusive Akku. Ist also für Leute, die wirklich wenig Gepäck mit haben wollen und leichtes Gepäck haben wollen, ist das meiner Meinung nach die idealste Alternative. Haken, der Kostenpunkt, weil es ist halt eben etwas teurer als diese vergleichsweise günstigen Spots. Die sind tatsächlich günstig, also auch im Vergleich zu allen anderen Satellitentelefonen und so weiter bist du mit so einem Spot wirklich ganz günstig dabei. Wobei, es gibt noch eine andere günstige Lösung, die ist aber nur auf 2/3 der Welt einsetzbar, was dann wieder ein bisschen schwierig ist. Aber okay, jedenfalls Kosten liegen bei 30 Euro eben Jahresgebühr, 20 Euro jeden Monat. Und jetzt das Doofe, wenn du es als Navi nutzen möchtest und dir Wegpunkte anlegen und eine Route definieren und so weiter und so fort, dann musst du fast das 40 Euro Monat Modell nehmen, weil beim 20 Euro Monat Modell kostet jeder Wegpunkt, den du anlegst, und jedes Mal, wenn du deinen Standort bestimmen lässt, jeweils 10 Cent. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber will man es wirklich nutzen für den Zweck, dann wird man wahrscheinlich lieber das 40-Euro-Modell abschließen wollen. Da ist das komplett alles inklusiv und du kannst das Ding so viel als Navi nutzen, wie du möchtest. 40 Euro ist jetzt auch nicht viel Geld für einen Monat. Krasse Wildnistour, versorgt zu sein mit Navigation und eben entsprechend Kommunikation. Und da sind dann auch einige SMS, die man auch mit dem Gerät theoretisch komplett frei tippen kann. Das ist zwar ein Krampf, aber es geht. Es dauert vielleicht eine Stunde für 160 Zeichen, aber es geht zumindest. Also wenn man mal viel Zeit hat, abends im Zelt, wäre das eine Option. Also das geht alles, diese Wetterfunktion finde ich halt außerdem noch super, super toll. Und jetzt das Schöne, beziehungsweise das, was der große Vorteil vom InReach im Vergleich zu den Spot-Dingern ist, das InReach nutzt das Iridium-Satellitennetzwerk. Und das Iridium-Satellitennetzwerk ist der Marktführer und das einzige Satellitennetzwerk mit 100% weltweiter Abdeckung. Theoretisch, weil es Länder gibt, die mit den USA, das Ganze ist aus Amiland, in gewissen Handels, sagen wir mal, nicht so guten Beziehungen liegen. Hat man vielleicht mal mitbekommen, wenn man irgendwann in letzter Zeit Nachrichten geguckt hat. Und in diesen bösen Ländern, die der Ami nicht mag, darfst du theoretisch mit dem InReach nicht telefonieren bzw. arbeiten und auch nicht kommunizieren. Das funktioniert da theoretisch irgendwie nicht. Gibt wohl auch Möglichkeiten, das irgendwie zu überbrücken, aber ja, in die Länder darf es nicht geliefert werden und theoretisch darf es auch nicht benutzt werden. Lassen wir jetzt mal so stehen. Aber ansonsten, technisch gesehen, würde es überall auf dem Planeten funktionieren und als einziges Satellitennetzwerk deckt es die Polarregionen, also auch den Nordpol und den Südpol und umgebende Eismassen mit oder ohne Land drunter eben entsprechend ab. Wer Bock hat, kann sich auch gleich das Garmin InReach Explore oder das Explore Plus
kaufen. Das ist im Grunde genau die gleiche Technik mit dem kleinen Unterschied, dass es gleichzeitig noch ein vollwertiges Navi mit Bildschirm und Kartendarstellung ist. Also nicht nur ein Pfeil, der zum nächsten Punkt zeigt und man das Handy nur koppeln muss, um eine Karte zu haben, sondern es zeigt eine Karte immer an, auch wenn man kein Handy dabei hat, das irgendwie ein Smartphone ist und mit dem Ding koppelbar wäre. Meiner Meinung nach, und da bin ich nicht alleine, das sagen auch viele andere Leute, macht das Explorer nicht so wirklich Sinn, weil man ja sowieso ein Smartphone im Regelfall dabei haben wird und dann kommt man mit dem InReach Mini genauso aus. Und wozu man dann das Explorer brauchen soll, boah, ne? Das Gute bei dem Explorer ist dann allerdings, dass der aktive Monat ab 15 Euro zu haben ist. Die Jahresgebühr allerdings, die beträgt 70 bis 80 Euro. Ja? Also Fixkosten höher, aktive Betriebskosten deutlich geringer als beim InReach Mini. So, das sind die rein textbasierten Geräte. Ja? Das Explorer kann auch nicht telefonieren, es kann auch nur SMS bzw. E-Mail schreiben, aber dann auch immer in diese nur in der 160 Zeichen Grenze. Ich glaube, mehr ist da nicht drin. Das Explorer hat aber auch die Wetterfunktion. Die Wetterfunktion sollte man nochmal nicht vergessen, die ist wichtig, die kann man nicht oft genug erwähnen. Das finde ich echt super praktisch. Gut, und dann kommen wir zu den Telefonen. Und für die Telefone gibt es quasi in den drei großen Satellitennetzwerken, die so um unsere Erde rumschwirren, jeweils die entsprechenden Geräte. Ja, vom entsprechenden Betreiber des entsprechenden Satellitennetzwerks. So, und da haben wir einmal eben das Iridium-Netzwerk, das haben wir schon erwähnt. Das ist das eine weltumspannende und es ist einfach alternativlos, wenn man in die Polarregion möchte. Puff, aus, fertig. Willst du in die Polarregion, Iridium, Ende der Diskussion. Die anderen funktionieren da einfach nicht. Das ist also einfach. Will man nicht in die Polarregionen, dann hat man die Auswahl aus allen drei. Das Iridium gilt als am zuverlässigsten, ist am längsten da und hat jetzt vor ein paar Jahren erst seinen Satelliten ausgetauscht, hat also jetzt die zweite Satellitengeneration oben, hat auch am meisten Satelliten und ist das einzige System mit zusätzlichen Backup-Satelliten, die zusätzlich oben noch rumschwirren und nichts tun und einfach als Ersatz reingeschaltet werden können, wenn andere Satelliten ausfallen. Außerdem haben sie unten am Boden auch noch ein paar Satelliten rumstehen, die relativ kurzfristig hochgeschossen werden können, da es noch mehr Satelliten ausfallen soll. Des Weiteren hat das Iridium-Netzwerk den großen Vorteil, also man kann sich streiten, inwiefern das jetzt wirklich ein Vorteil ist, aber dadurch kommt diese 100% weltweite Abdeckung zustande, dass die Satelliten rotieren. Ja, die haben keinen stationären Punkt im Orbit, sondern die kreisen wunderbar und alle 100 Minuten einmal um die Erde, sind also flott unterwegs. Das führt dazu, dass man selbst, wenn man irgendwo in irgendeiner Schlucht hängt, mit nur einem kleinen Fensterchen zum Himmel, irgendwann muss man halt ein bisschen auf sein Gerät gucken, wenn man da liegt mit gebrochenem Bein, hat man ja Zeit, taucht dann auch auf diesem über diesen kleinen Fensterchen Himmel, was man jetzt von der Schlucht, in der man liegt, oder der Höhle, durch deren Decke man reingebrochen ist, taucht auch auf diesem kleinen Stück Himmel irgendwann ein Iridium-Satellit auf und in dem Moment hat man auch Empfang. Ja? Da gibt es so eine rechnerische Rechnung, dass man theoretisch alle anderthalb Stunden bei einem kleinen Himmelfenster trotzdem mal ein Satellit vorbeifliegen hat. Was dann zur Kommunikation im Sinne von einer SMS im Regelfall reichen würde oder für einen sehr kurzen Anruf. So, lieg in der Schlucht so und so, holt mich raus, Signal wieder weg. Aber zumindest geht es. So sagt man. Ja, und das Iridium ist halt am längsten da, ist am routiniertesten, ist auch noch nie ausgefallen, soweit wie man hört. Und das Schöne ist jetzt, die Iridium-Satelliten können von Satellit zu Satellit das Signal so lange im Orbit durch die Gegend leiten, bis es irgendwo runter auf die Erde geschickt werden kann. Also anders als bei den Spot-Satelliten, die darauf angewiesen sind, es zur nächsten Bodenstation zu schicken. Und wenn die nächste Bodenstation nicht funktioniert, dann geht's nicht. Oder wenn die nächste Bodenstation teuer ist, dann ist es halt teuer. Sondern die senden es so lange durch die Landschaft, beziehungsweise durch den Himmel, bis es irgendwo zu einem aktiven, funktionierenden Bodenzentrum runtergesendet werden kann. Und von da dann eben quasi ins normale Handynetz eingespeist, um dann halt irgendwo anzukommen, die SMS.
Das ist ein Vorteil, weil wenn was ausfällt, klappt es immer noch. Weil es halt einfach, ne, bis auf die Tatsache, dass dann irgendwann vielleicht eventuell alle ausfallen. Wenn alle Bodenstationen ausfallen würden, dann würde es keine Kommunikation mit dem Iridium-Netzwerk mehr geben. Ist also nicht weltweite Zombie-Apokalypse sicher. ja, die sind relativ niedrig unterwegs, die guten Iridium-Satelliten. Es sind dafür 66 Stück. Aktive plus die 5 Ersatz und ursprünglich waren mal 77 geplant und das ist übrigens die Ordnungszahl von Iridium. Deswegen heißt das ganze Iridium-Netzwerk, benannt nach dem chemischen Element Iridium. Also mal abgesehen von der Zuverlässigkeit und der Tatsache, dass sie nach wie vor der Marktführer sind und man in den Polarregionen sowieso keine Wahl hat, ist es vergleichsweise teuer. Das ist ein Nachteil. Also es ist schon ein bisschen teurer als die Konkurrenz, die meisten zumindest der Konkurrenz. Und es hat eine eher miese Datenübertragungsrate. Also bitte nicht falsch verstehen, jedes Satellitennetzwerk hat eine verglichen mit normalem Glasfaserkabel oder sowas extrem niedrige Datenübertragungsrate. Wir reden hier von maximal 1 Mbit, maximal beim schnellsten Netzwerk überhaupt, unter den schnellstmöglichsten Bedingungen 1 Mbit. In den meisten Fällen bist du irgendwo im Kilobyte-Bereich, ja? Und zwar nicht viele, also so 32, so irgendwie so. Wenn man viel Glück hat, kommt man auf ISDN. ISDN sagt vielleicht dem einen oder anderen Internetveteranen noch was. Also bestenfalls ISDN-Geschwindigkeit von diesem einen Mbit, das theoretisch irgendwo möglich sein soll, gehen wir mal nicht aus. Iridium ist noch etwas unter ISDN. Das heißt, es langt zum E-Mail verschicken. Da kann auch mal ein Foto in so einer E-Mail drin sein, wenn es dann in niedriger Qualität ist. Das wird dann irgendwann auch übertragen, aber das dauert. Ja? Dadurch, dass Iridium aber fast immer einen Satelliten oben irgendwo bei dir rumfliegen hat, und teilweise der Einflussbereich, also der Satellit, zu dem man gerade sendet, wechselt, weil die ja ständig rumschwirren, ne? Und dann kommt halt der nächste und dann sendet man zu dem und so weiter. Da kann es zu Verbindungseinbrüchen oder zu kleinen Qualitätsproblemen beim Telefonieren kommen. Aber der Datenverkehr ist wohl relativ stabil, dass das ganz gut funktioniert, das dann einfach zum nächsten Satelliten weiterzusenden. Das heißt, es darf ruhig lange dauern, es geht ja kontinuierlich. Iridium ist dann außerdem noch recht anfällig, wenn irgendwelche Objekte im Weg sind und den Connection zum freien Himmel eben entsprechend behindern. Es gibt da die lustige Faustregel, dass man seine Faust so ausstrecken soll, dass man sie quasi auf Höhe des eigenen Kopfes hat. Und wenn man dann mit der Faust peilt und es Objekte gibt, die höher sind als die Faust, so wie man sie sieht, dann hat man an dieser Stelle keine kontinuierliche wo man sich gerade befindet, keine kontinuierliche Netzabdeckung. Man müsste also auf irgendeinen Berg oder auf einen Turm oder sonst irgendwas oder auf einen Baum klettern, wenn man hundertprozentig durchgehend immer zur gleichen Zeit die gleich gute Netzabdeckung eben entsprechend haben möchte. Für Wälder das Iridium-Netz also vielleicht auch nicht das alleroptimalste. Man muss dann halt irgendwie wirklich zu einer Vorstraße oder halt irgendeine Lichtung finden oder sonst wie, um eine gute Netzabdeckung hinzukriegen. Kostenpunkt. Iridium-Satellitentelefone beginnen so bei rund 700 Euro, gebraucht kriegt man sie vielleicht noch ein bisschen billiger, bis zu 1500 Euro für die wirklich Expeditionsteile. Und man kriegt 75 Minuten als Prepaid-Karte zum Telefonieren oder eben entsprechend auch irgendwie Internet-Einheiten. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Mit dem Internet habe ich mich nicht so intensiv auseinandergesetzt. Aber zumindest zum Telefonieren kriegst du 75 Minuten als Prepaid-Karte, SIM-Karte für 220 Euro. Autsch! Aber 75 Minuten ist ja auch viel, ne? Muss man zugeben. Die verfallen irgendwann nach einem gewissen Zeitraum. Man muss die dann also auch abtelefonieren. Man muss also schon wissen, dass man die dann auch braucht. Es gibt, glaube ich, auch noch irgendwie kleinere Karten und man kann auch einzelne Minuten irgendwo irgendwie noch draufladen. Aber einmal muss man sich so eine Karte kaufen. Bei den meisten Geräten ist allerdings erstmal eine Karte von eben diesen 75 Minuten meistens einmal dabei. So. Ja, das war's Iridium. Das nächste Satellitennetzwerk ist das arabische Modell, das Turaya-Netzwerk oder Turaya oder wie auch immer man das aussprechen mag, gehört mehreren arabischen Rundfunkanstalten, sage ich jetzt mal, die sie irgendwie zusammengetan haben, um das aufzubauen, ist inzwischen
gar nicht mal so schlecht. Es war mal schlecht, wohlgemerkt, zumindest sagt man das, aber inzwischen sind sie wohl ganz gut. Der Haken, der große Haken, sie haben zwar 90% der Weltbevölkerung abgedeckt, aber nur circa 2/3 der Welt, beziehungsweise 2/3 der Länder der Welt. Das heißt, die Chance, dass man in irgendeinem Land unterwegs sein möchte, in dem das Netzwerk nicht funktioniert, ist relativ hoch. Also das ist das unter den ganzen Netzwerken, das mit der geringsten Abdeckung, also mit der lückenhaftesten. Gut abgedeckt ist Afrika, naja, ist ja auch arabisch, auch eben die komplette arabische Welt, die sind super abgedeckt, ist überhaupt kein Problem. Für Wüstennavigation also überhaupt kein Thema, dafür war es auch ursprünglich, glaube ich, mal ausgelegt. Auf dem Meer, ja, muss man gucken, die Polarregionen sehr grenzwertig, bis hin zum 75. maximal 80. Breitengrad kann es teilweise noch funktionieren, aber würde ich mich auch nicht darauf verlassen. Ja, und das ist im Wesentlichen auch schon der Nachteil. Die Abdeckung ist nicht sonderlich toll. Der Rest von dem Netz ist gut. Die haben sehr, 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 sehr große Satelliten oben, davon nicht so viele. Aber dadurch, dass die wahnsinnig groß sind, können sie auch ein schwaches Signal empfangen. Das bedeutet, dass die Geräte, die man in der Hand haben muss, keine fette Antenne haben. Die Iridium-Geräte haben alle eine Antenne und die ist vergleichsweise auffällig. Die Turaya-Dinger, die haben auch eine Antenne, aber die muss nicht so fett sein. Das Gerät selber kann auch mit einer geringen Sendeintensität senden. Das Problem ist nämlich, dass man aus gesundheitlichen Gründen keine allzu starke Sendestärke haben kann von diesen Satellitentelefonen. Im Grunde wäre irgend so ein krasses Ding, was mit einem Mordsignal nach oben sendet. Für den Empfang super. Das Doofe ist nur, wenn du da daneben stehst, kriegst du nach und nach einen Hirnschaden wegen eben dieser Intensität dieses Signals, was da gesendet wird. Das ist wohl wirklich dann auf einem Level, dass es tatsächlich auf jeden Fall schädlich ist. Ob Handystrahlung jetzt nun gesundheitsschädlich ist oder nicht, weiß zu diesem Zeitpunkt die Wissenschaft noch nicht 100%. Ist es sicher nicht das Allergesündeste. So viel kann man sich, glaube ich, schon mal darauf einigen. Ob es wirklich, wirklich schlimm ist, da wird gerätselt. Aber die Strahlung von einem leistungsstarken Satellitentelefon wäre jedenfalls ohne jeden Zweifel schädlich. Deswegen Iridium löst das Problem so, dass ihre Satelliten relativ niedrig sind. Und Turaya löst das Problem so, dass sie einfach fette Satelliten haben, die auch geringere Signale gut erkennen können. Das führt dazu, gute Signalerkennung innerhalb der Abdeckung des entsprechenden Netzes. Die Datenrate ist relativ gut, deutlich besser als bei Iridium. Und das Turaya-Netz ist das, was der Prepper vielleicht am liebsten haben mag, sofern er jetzt nicht außerhalb des Deckungsbereiches wohnt, weil das ist das einzige Netz, das ein Gerät zu Satellit zu anderem Gerät Verbindung ermöglicht. Ja, man kann also völlig unabhängig von irgendwelchen terrestrischen Stationen zwischen zwei Turaya-Telefonen kommunizieren. Das ist dann übrigens auch, also mal abgesehen davon, dass es vielleicht eventuell die Firma Turaya irgendwie mitbekommt oder die Netzbetreiber, ist das auch abhörsicher. Also wenn man gerne dem amerikanischen Geheimdienst entgehen möchte und solche Späße. Damit werben die übrigens tatsächlich. Weiterer großer Vorteil, das funktioniert auch im ganz normalen Handynetz. Die sind also direkt ans normale Handynetz angegliedert. Man kann mit einem Turaya-Telefon, also in irgendeiner Art und Weise, auch stinknormal übers normale Handynetz kommunizieren und braucht da nicht zwei Telefone für mitschleppen. Außerdem haben sie ja immer einen integrierten GPS-Empfänger, der übers gleiche Signal irgendwie dann nochmal funktioniert. Der macht aber je nach Basismodell, ob man jetzt das Basismodell oder das Deluxe-Turaya-Telefon nimmt, macht der nichts anderes als die Position anzeigen. Was, wenn man eine Karte dabei hat, ja eigentlich auch schon ausreicht, meiner Meinung nach. Ne? Sonst noch was? Ja, Telefone sind recht günstig, die gibt es ab 500 Euro. Die Fixkosten pro Jahr gibt es ab etwa 45 Euro. Ne? Also jährliche Fixkosten, da kommt man auch nicht drum rum. Wenn man so ein Telefon hat, muss man im Jahr 45 Euro für zahlen. Aber die Minutenpreise sind sagenhaft günstig und dann geht's los ab 90 Cent pro Minute und auch günstig das Internet 3,50 Euro pro Megabyte. Ja?
eine einfache E-Mail, und wenn die noch so lang ist, solange sie nur aus Text besteht, hat noch niemals ein Megabyte. Ja? Also da sind wir immer noch im Kilobyte-Bereich, wenn die wirklich nur eine reine Text-E-Mail ist. Also ein Megabyte für Kommunikationszwecke ist schon viel. Das ist eine hohe Datengröße. Und da ist 3,50 Euro meiner Meinung nach wirklich in Ordnung. Und selbst ein ganz kleines Handyfoto, was einen zeigt, wie man gerade seinen Schmortopf auf dem Mount Everest zubereitet oder wo auch immer. Der Mount Everest hat inzwischen ja einen normalen Handyempfang. Das ist ja ein Touri-Berg geworden. Aber wie dem auch sei, glaube ich zumindest, dass er das hat. jedenfalls ein ganz einfaches, rudimentäres Foto. Da bist du auch beim halben Megabyte dabei oder so. Also nur, dass wir uns grob mal ein bisschen verständigen können, wie viel ist denn so ein Megabyte so in etwa für die Leute, die das nicht wissen. Schön ist dann außerdem noch, das ist schon eigentlich ein gutes Netzwerk, ne? Man kann eine kostenlose SMS von Handy auf E-Mail schicken, also an irgendwen regulär als E-Mail eine SMS verschicken, darf halt dann nur 160 Zeichen eben entsprechend lang sein, und umgekehrt kann man online eine E-Mail aus Turaya-Telefon per SMS quasi schicken, darf dann halt auch wieder nur 160 Zeichen lang sein, aber das kostet quasi gar nichts. Nur das Telefonieren und die normale und weitere Internetnutzung, also etwas Größeres, was halt größer als 160 Zeichen ist, das kostet dann. Und die Telefone sind halt, wie gesagt, relativ klein und wiegen damit auch relativ wenig, weil nur ein geringer Signalstärke eben notwendig ist, weil die Satelliten so fett sind. So. Ja, und dann habe ich noch entdeckt das Inmarsat-Netzwerk. Da ist man eigentlich relativ eingeschränkt in der Auswahl des entsprechenden Gerätes, mit dem man im Inmarsat-Satellitennetzwerk kommunizieren kann. Da gibt es nämlich das ISAT Phone 2. Punkt. Ja? Und das kostet 720 roundabout Euro. Das Schöne ist, höchste Datenrate von allen Satellitensystemen. Die haben 4 mehr oder weniger stationäre Satelliten über die Kontinente verteilt, also so über die entlang des Äquators plus minus, und damit decken sie alles zwischen den Polarkreisen ab. Also Abdeckung vom 70. Breitengrad Nord nach Süden bis zum 70. Breitengrad Süd und da dazwischen alles abgedeckt. Aber da drüber nicht. Ist also auch wieder für Polarregionen völlig für der Eimer. Preislich ja so ungefähr im Mittelbereich. Das Telefon selber ist noch relativ günstig. Das Schöne ist dann nochmal, dass sie extra SOS-Knopf haben, das haben die anderen aber auch alle. Sie haben nochmal einen GPS-Empfänger eingebaut, ja, eigentlich auch wieder fast alles drin. Kostet ca. 4,50 Euro pro Megabyte oder pro Einheit, hat dafür aber keine Grundgebühr. Also da gibt's das ist das eine Ding, dass es auch ohne Grundgebühr gibt, dafür dann aber halt eben mit hohen Preisen, wenn man es dann mal spontan benutzt. Wenn man aber wirklich sagt, ich brauche das nur für Notfälle und für einmal daheim anrufen, ist es vielleicht die günstigste Lösung. Es gibt es aber auch mit Abo, dann bist du bei 45 Euro pro Monat und da sind dann 10 Minuten inklusive und jede weitere Minute bzw. Einheit kostet ungefähr 1,10 Euro. So. Ja, also ich denke, grob kann man sagen, ISAT Phone 2 bzw. das Inmarsat-System, solange man eh nicht in die Polarregionen möchte, die günstigste Variante zum daheim rumliegen haben, zum für Notfälle aufheben, aber technisch gesehen nicht die beste Variante für Notfälle, ne? Aber langfristig gesehen wirklich einmal Fixkosten, einmal bekauft und dann liegt es da und dann kostet es nichts mehr. Das ist prinzipiell ganz schön, würde ich sagen. Allerdings, diese Einheiten, diese 4,50 Euro, wenn du das dann irgendwie prepaid quasi kaufst, da musst du die Prepaid-Karte auch daheim haben, beziehungsweise das musst du dann noch anmelden können. Kommt es also zu einem Notfall und das Internet sackt zusammen und funktioniert nicht mehr, dann kannst du dein Satellitentelefon gegebenenfalls gar nicht mehr aktivieren. Das gilt für alle Satellitentelefone, die man nicht immer am Laufen hat, wo man kein Jahresabo hat, dass sie immer funktionieren. Du kriegst die in einer Notsituation nicht spontan zum Laufen. Das ist das Problem. Ne? Also für den Zombie-Apokalypsen Draufwarter, der wird ein Jahresabo haben müssen, sonst überrascht ihn die Zombie-Apokalypse ein wenig zu sehr. Dann das Turaya-Netz
ist sicherlich das Beste für die Zombie-Apokalypse, weil eine Gerät-zu-Gerät über Satellit-Kommunikation möglich ist. Das geht nur da. Das geht zum gewissen Teil noch übers Iridium-Netz, aber am besten wirklich wohl beim Turaya-Netz, das allerdings wiederum nicht überall auf der Welt funktioniert, aber sonst ist das sicherlich ganz schön. Das Iridium, gut, wenn du in die Polarregionen willst, keine Alternative und sehr zuverlässig. Bisschen langsamer vielleicht, aber dafür wirklich sehr, 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 sehr zuverlässig. Und dann haben wir halt eben noch diese Spot-Dinger, beziehungsweise das Garmin InReach Mini, was ich nach wie vor favorisieren würde, einfach weil es mir reichen würde und 30 Euro Fixkosten im Jahr. Ach ja, kann man drüber nachdenken. Ne? Ich kauf's trotzdem nicht, aber da kann man schon, glaube ich, schon drüber nachdenken. Das kann man definitiv. Spot X würde ich sein lassen, allein wegen dieser ollen Roaming-Gebühren. Und dann ist das InReach Mini auch fast genauso teuer. Und der geringe Preisunterschied, da würde ich wirklich das InReach Mini nehmen wollen. Und das ganz normale Spot mit der Einwegkommunikation ist mir zu unsicher wegen der Einwegkommunikation. Aber und preistechnisch auch nicht so günstig, weil man halt dieses Jahresabo zwingend abschließen muss. Gut, dafür ist man dann aber auch immer in der Lage, jederzeit, auch wenn wirklich ein spontaner Notfall eintritt mit dem Jahresabo, auch spontan eben um Hilfe rufen zu können. Das ist ein Vorteil. Aber die anderen haben auch alle Jahresabo-Möglichkeiten. Also wenn daran soll es dann bei den anderen Möglichkeiten, bei den anderen Geräten dann nicht scheitern. Ne? Jo, das wäre es gewesen. Vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Die entsprechenden Dinger müsst ihr euch selber googeln, wie gesagt, damit mir hier keine Werbung unterstellt werden kann. Das war jetzt nur eine Marktanalyse und nicht irgendeine Aufforderung zum Kauf. Ich habe zwar meine Meinung diesbezüglich zum Ausdruck gebracht, aber das ist nur Meinung und mehr nicht. So, macht's gut. Tschüss.